Es geht um alles im Super Mario Kart Duell Rot, Team Rot, Joshua Moss und Enzo Wirz gegen Team Blau, Sebastian Wickel und Kevin Hagemann. Ihr dürftet kommentieren, wer gewinnt, und jetzt habt ihr gleich im Video die Auflösung. Vorher natürlich noch ganz wichtige Spielerinterviews. Josh, du bist sehr gut in diesem Spiel, haben wir gehört. Das sollte tatsächlich ein Vorteil für dich sein. Wirst du gewinnen? Ja klar, ist ja keine Frage. Und Alt gegen Jung haben wir ja schon diese Woche schon einmal gesehen und da haben natürlich auch die Jungen gewonnen, deswegen zeigen wir heute auch nochmal, was eine Hake ist. Gut, im Trainingsspiel habt ihr tatsächlich dann schon gewonnen. Ist das jetzt Revanche auf anderem Terrain? Ja, definitiv, aber meistens ist es so, dass in engen Spielen oft die Erfahrung siegt und ich denke, Hage und ich werden das wuppen hier. Ist zwar eine Plattitüde, aber könnte tatsächlich dann schon hinkommen. Und ich war beim Spiel heute Morgen nicht dabei. Ja, okay. Na gut, das spricht dann natürlich für dich auch irgendwo, ne? Das muss man so sagen. Wen nimmst du gleich? Welchen Charakter hast du gleich am Start? Ja, Yoshi, würde ich sagen. Ja, gut, das passt zu deinem Namen dann auch. Sebastian gibt es, glaube ich, nicht bei Mario Kart. Wen nimmst du? Nee, wir haben uns aber für den Pilzkopf entschieden. Der Pilzkopf ist Toad, glaube ich, oder Todd oder sowas, sowas in der Art. Okay, dann wisst ihr, wer ist und könnt gleich sehen, wer gewinnt bei unserem Super Mario Kart-Duell. So, Jungs, jetzt müssen wir noch einen passenden Wetteinsatz finden und ich habe da so ein paar Ideen. Enzo, glaube ich, auch. Er wollte mal seine Preis geben hier. Also meiner Meinung nach muss das Verliererteam draußen in den kalten Pool springen. Und ja, das ist die beste Idee meiner Meinung nach. Keine schlechte Idee. Ich frage mal eben meinen Pendant, Hage. Was sagst du dazu? Wickel, ich sag mal so, ey. Also wenn ich mir die beiden Pfeifen hier angucke, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir nehmen die Wette an. Und dann sehen wir mal hier Dwayne The Rock Johnson und Zac Efron im Pool springen. Das finde ich super. Ja. Der Ordnungszeit halber frage ich nochmal meinen Yoshi hier, ob er diese Wette auch annimmt und diesen Wetteinsatz dann auch einlösen würde. Klar, ich bin damit natürlich einverstanden. Ich will euch natürlich auch gerne im Pool sehen. Anschlag hier mein kleinen Zwerg da drüben. Anschlag drauf, dann Männer. Sag mal so, die Wette gilt. Die Wette gilt. Zwei Spieler, ne? Ja, du musst da weg. GP? Ja. Du bist auf der Kamera. 100er? Klar, 100. Yes. So, Jungs. Boah, nimm mal richtig den Pilz, ey. Jetzt geht's richtig los, so. Pilz kommt. Zack. Da bin ich gut ausgegangen für euch. Nehmen wir den ersten direkt. Maschu. Alles klar. So, Jungs, auf geht es. Wickel. Gib Gas, Jung. Ich rasiere dich nicht. Natürlich schon ein super Start. Ja. Erwischt. Wir sind oben, ne? Erstmal ganz entspannt. Den kannst du schon nicht sagen, Alter. Ist das denn? Aber egal, komm, auf geht's. Sie links, links. So, ja. Komm. Bist du langsam nicht? Warte. Wickel, halt den. Nein. Ja, tschüss! Das war viel zu spät. Früher. Scheiße, ey. Boah, guck mal, der 3. Der Affe, der legt die Hand nach hinten hin. Ja. Wickel, jetzt hol ich dich. Warte. Josh, sag mal. Ja, fein. Josh, sag mal, wann. Komm! Aha, Josh. Ich wollte gerade sagen, sag du mal. Du musst mal. Weg, Mies. Was ist los, Junge? Erster! Wickel, lass knacken. Junge, was ist das denn? Lass knacken. Lass knacken. Ey, Josh, siehst du irgendwen im Rückspiel? Ich sehe gar keinen hier, wie immer. Boah, war das knapp. Und dann kriegst du eine Münze, Alter. Da ist zwei Münzen, ey. Letzte Runde, Jungs, kommt! Leben bestrafen. Die bestrafen mir gar keiner mehr in dem Spiel. Ja, weißt du, das machst du ganz locker. Wickel! Das war ganz locker in der Hose, das Ding. Ganz locker. Ganz entspannt. Warte. Ja! Wickel, halt ja, den, halt den, halt den, halt den. Ey, ich hab schon vorne reingesagt, dass wir gewinnen. Josh, sag mal, was super gelaufen ist bei uns. Ey, ich war gar nicht hier. Das ist auf jeden Fall eine Katastrophe, ey. Was habt ihr da noch gemacht am Ende? Ja, Männer, das, wenn die Jungen wieder den Mund zu voll nehmen. Die Alten haben es bewiesen, Erfahrung spricht für sich und. So ein Quatsch, ey. Ich bin schon wieder unfair am Ende hier. Aber Josh, hast du versucht. Alles Gute im Pool, Männer. Ja, ich bin dabei. Schade, Josh. Schade. Der Söldner. Schade, Josh. Der Söldner. Ja, das ist wirklich hier, ey. Leck mich so am Arsch. Ja.